Umhängetasche möchte ich euch heute zeigen. Wir würden uns über jedes Abo freuen und jeden Daumen nach oben. Danke für eure lieben Kommentare. Also für meine Tasche, das ist eine Umhängetasche, die hat einen langen Henkel. Da habe ich Schwachs von innen an Stoff reingetan, an Futter, weil ich den für meinen Hund für Leckerlis und die Klo-Tüten nehmen wollte. Man kann auch Stoff nehmen. Also dafür brauchen wir erstmal Wolle. Ein Teil hatte ich schon fertig, damit das nachher was schneller geht. Also ich habe diesmal zweierlei Farben gemacht. Das waren diese, in Pink und in Rosé. Und falls ich mit die Wolle nicht auskomme, ich wusste nicht, weil die doch was knapp war, hätte ich noch weiß für nachher hier diese Umrandung zu häkeln. Dann brauchen wir natürlich die Anleitung. Und wenn ihr einen Teil fertig habt, dann nehmt ihr ein Papier, macht das rundherum, schneidet das so aus. Das wäre dann für der Maßstab für Futter. Futter, da hatte ich hier so Wachs und das nehme ich denn, wird natürlich doppelt genommen. Wo ist mein Muster da? Hier. Ach so, ich muss ja immer alles wieder gebrauchen. So, okay. Das schneide ich jetzt auf mit einem kleinen Nahtzuger. Nicht so groß, sonst nimmt da zu viel. Sonst wird das nachher zu weit. Das hatte ich zuerst ein bisschen zu groß, die Nahtzugabe, und dann knubbelte das hier so. Und das sieht ja nicht so schön aus. Okay, haben wir das schon mal? Jetzt machen wir die erste Reihe. Die wäre mit 31 Luftmaschen. Die habe ich schon gemacht. Ich meine, Luftmaschen ist ja uns so klar. Dann kommen in die zweite Luftmasche 5, ab da die 5 feste Masche. Also 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommen 10 halbe Stäbchen, also um die Nadel herum, Faden holen und direkt durch alle durchziehen. Das sind halbe Stäbchen. 1, 2, 3, 4, na, wirst du wohl richtig holen, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt kommen 14 Stäbchen. Also Faden wiederholen. Erst durch die ersten zwei, dann durch die zweite zwei. Die machen wir jetzt 14 und oben in die Spitze kommen 6 Doppelstäbchen hin. Hier oben in die Spitze. Dann machen wir wieder zurück 14 Stäbchen, 10 halbe Stäbchen, 5 feste Maschen. Das mache ich jetzt mal fertig. Jetzt habe ich die Reihe fertig. Seht ihr, hier unten ist es schmal, hier oben ist es breit. Hier, seht ihr, so geht das jetzt rum. Also, jetzt fange ich die nächste Reihe an. Und ich habe ja gesagt, ich wollte mit 2 verschiedenen Farben. Komm. Und zwar machen wir hier, das wäre die dritte Reihe, 3 Luftmaschen für ein Doppelstäbchen. Also 1, 2, 3. Den Faden nicht abschneiden, hängen lassen. Und jetzt Doppelstäbchen werden 2-mal um die Nadel rum. Also die erste haben wir ja die Luftmasche gemacht, in die zweite rein. Faden holen, 1-mal durch, 2-mal durch, 3-mal. Also 2-mal um die Nadel. Reinstechen, Faden holen, 1-mal, 2-mal, 3-mal. Und das häkeln wir, das muss ich abschneiden, ich habe das mitgenommen beim Häkeln, der Anfang. So, und zwar
29 Doppelstäbchen. Nachher sind es 30, weil wir haben ja hier die drei Luftmaschen. Das wäre dann, die mache ich jetzt zuerst bis hier. Und dann kommen 2x2 und 2x3. Da zeige ich es schon mal. Ich mache jetzt erst die 29 Doppelstäbchen. Jetzt bin ich bis hier, habe ich diese 29, also diese 30 Stäbchen, Doppelstäbchen. Jetzt kommen 2x2. Also hier kommt 1 Doppelstäbchen. Das zweite, also 2 in 1. Dann kommt 3, 2x3, halt, das muss ich jetzt noch mal, halt. Ich habe ja erst 1. So, das waren jetzt 2. Jetzt kommen 2x3 drin, 1, 2, 3. Und noch mal 3, 1, 2, 3, wie das hier nämlich diese Rundung gibt. Da muss dann immer ein paar mehr. Und noch einmal 2x2. 1, 2, also das waren 2 in 1. Und hier noch einmal 2. 1, 2. So, jetzt geht's zurück, wie gehabt, die 30 Doppelstäbchen. Dann die vierte Reihe, kommt wieder die drei Luftmaschen und nochmal 28 Stäbchen. Und dann kommt oben, da zeige ich euch dann wieder, kommt wieder diese Rundung. Die Rundung kommt immer, man kann das immer sagen, so, hier und hier geht gerade und hier kommt diese Rundung. Jetzt habe ich hier an der vierten Reihe das fertig, die 29 Stäbchen, Doppelstäbchen. Jetzt muss ich 7x 2 Stäbchen in 1 und dazwischen immer ein Stäbchen, auch 7x. Also, jetzt habe ich hier in die erste, machen wir 2 rein. Halt, Doppelstäbchen, einmal. Zweimal. Jetzt ein einzelnes. Jetzt wieder in Doppel. So, Doppel. Jetzt wieder ein einzelnes. Und das 7x. Also, ihr könnt denn hier schon so rechnen, 14 Maschen brauchen wir hier. Das kann immer hier irgendwie hier so gleich ist, wo die Zunahme ist. Also, jetzt mache ich das fertig. Dann an die fünfte kommen wieder drei Luftmaschen. Und das zeige ich euch, da kommt nämlich immer hier eine Luftmasche zwischen. Aber jetzt mache ich erstmal diese Reihe fertig. Also jetzt habe ich das hier fertig, diese Reihe. Und da ist das, dass wir 3 genommen haben, eine Luftmasche, 3 Doppelstäbchen, eine Luftmasche. Seht ihr, dann gibt das dieses Muster hier. Und dann, das ist ja die fünfte Reihe, müssen wir 4x, und zwar 2 Stäbchen in 1. 2 Doppelstäbchen hier rein, 1, 2, eine Luftmasche, immer vorne und hinten wieder eine Luftmasche und jetzt 3 einfache Doppelstäbchen, also einmal, zweimal, dreimal. Und dieses 4x. Und damit ihr immer hier oben das habt, rechnet ihr euch eben aus. Das sind eigentlich 4 Stäbchen. Rechnet ihr aus. 1, 2, 3, 4 wären 1.
4 sind 2, 3, 4. Guck, dann kommt er ungefähr mit hier aus. Und dann wieder 3 und eine Luftmasche. Also 2 Doppelstäbchen, Luftmasche, 3 normale Doppelstäbchen, Luftmasche und hier wieder 2 Doppelstäbchen. Und das 4-mal. Dann wieder zurück mit diese 3 und Luftmasche. Seht ihr, das ist denn diese Reihe hier. Hier in diese ist die 1, 2, 3, 4, 5, 6, die sechste. Die sechste nachher zurück. Da macht ihr dieses hier 5-mal. Und in die siebte 7-mal. Und in die achte 8-mal. In die neunte 11-mal. Und dann näht ihr ein Futter rein. Also seht ihr immer dieses 3 Doppelstäbchen und eine Luftmasche hier. Und wenn, dann rechnet ihr euch ungefähr aus so, dass ihr dann immer hier diese Bogen macht. Mit wie ich das jetzt sagte. Hier die fünfte Reihe waren ja 4. In die sechste Reihe waren 5-mal. 3 Doppelstäbchen, Luftmasche, 2 in 1 Stäbchen. 7., 8., 9. Ich könnte das ja etwas unterstreichen, damit ihr das ein bisschen seht. Also hier waren 4-mal, hier waren 5-mal, 7-mal und hier die 8-mal und hier die 11-mal. Dadurch kriegen wir nämlich nachher hier diesen Bogen. Und hier dann immer 3 Doppelstäbchen Luftmasche vorne und hinten. Okay, das machen wir jetzt mal fertig. Jetzt habe ich alle beiden Teile fertig. Jetzt gehen wir nochmal eben das Muster durch. Also die erste waren hier die Luftmaschen. Dann war hier diese zweite, wo hier unten dann dünner anfängt und dann immer wie breiter wird. Das war hier mit die Luftmasche, also in jede zweite Luftmasche 5 feste Masche, dann 10 halbe Stäbchen und dann 14 Stäbchen und hier oben in der Spitze die 6 Doppelstäbchen und dann wieder zurück. Die nächste ist einfach raufhäkeln und immer wird denn hier oben zugenommen. Das waren 48 Stäbchen und 7 mal 2. Seht ihr, dann habe ich hier da jedes Mal die 2 genommen. Okay, die nächste und dazwischen zwei Stäbchen, 2 mal 3 hier oben in der Spitze war das. Dann die vierte war auch hier an der Seite gleich hoch und dann hier oben zunehmen. Die fünfte, da fing denn hier unten das Muster an. 3 Häkeln, Luftmasche, 3 Häkeln, Luftmasche, 3 Häkeln, Luftmasche. Die Luftmasche, die bleibt aber immer links liegen hier, dadurch das Muster, sondern immer nur hier in die 3 wird dann gehäkelt. Und hier oben dann wieder diese Zunahme. Und das eben jede Reihe verschieden. Jetzt wird das Ganze, also einen Fadenlaster hängen. Achso, das hat man bei einer Farbe jetzt nicht. Jetzt habe ich halt immer mitgezogen, die Fäden. Die werden nachher, wenn ich das Futter einnehme, wird das so mit vernäht und dann sieht man es nicht. Wenn ihr das jedes Mal abschneidet, müsst ihr das vernähen und so stört das überhaupt nicht. So, das legt er jetzt aufeinander. Wo war mein letzter? Hier, den habe ich nämlich jetzt gelassen. Ich wollte das nämlich mit dieser Farbe abschließen. Na, ich dachte, ich hätte so Klammern. Hat mich gerade griffbereit. Auch nicht so schlimm. Also jetzt gehen wir hier in die erste und in diese die erste rein und machen Futter abmessen. Ja, das habe ich ja schon. Das wird nachher zum Schluss da reingenäht. Jetzt häkeln wir alles Seite und Boden mit festen Maschen.
Also das ist hier die Seite und unten der Boden hier oben offen lassen. Ist eigentlich klar, aber schon bedacht, sag's nochmal. Feste Maschen. Die nächste auch wieder in die andere. Feste Masche. Und so jetzt rundherum immer die da hinten mit. Man kann sie jetzt festmachen mit Wäscheklammern oder sonst was, damit das hier nicht so huddelig. Und immer gucken, dass es gleich bleibt und man keine Delle nachher da drin hat. Seht ihr? Und dann kommt nachher so rundherum. Und dann kommt nachher das Muster. Seht ihr hier, das waren dann die Stellen. Und dann kommt dieses Muster. Das zeige ich euch dann wieder. So, jetzt habe ich das ganz umhäkelt. Und die Wolle, die ist etwas weicher wie die andere. Also, ja, okay. Eine Tasche braucht ja auch nicht weich zu sein. Aber irgendwie angenehmer. Und was ich festgestellt habe, hier habe ich eine Reihe weniger. Und hier eine Reihe mehr. Ich habe da schon bei 8 aufgehört. Oh, Reihe 8 und die 9. nicht. Das ist also jetzt, ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Wenn ihr es kleiner haben möchtet, tut ihr eine Reihe weniger. Okay, jetzt machen wir ja dieses Muschelmuster hier rundherum. Gut. Also, das wären 5. Wo ist es? 5 Stäbchen in eine feste Masche. Also, Stäbchen gehe ich hier in die zweite. 1, 2, 3, 4, 5. Dann in die zweite feste eine Kettemasche. Also die eine überschlagen wir, gehen wir in die nächste eine Kettemasche. Jetzt überschlagen wir wieder eine und machen jetzt hier wieder 5 drin. Ich habe kein Garn. Komm her. 1, 2, 3, 4, 5. Wir überschlagen wieder eine und machen hier in Kettemasche. Seht ihr? Und dann haben wir das Muster. Das mache ich jetzt ganz so rum. Dann kommt am Henkel, also nicht abschneiden, sondern wir kommen ja nachher hier aus. 3 Kettenmaschen hier rein. Und dann Luftmasche 220. Das kommt jetzt drauf an. Müsst ihr bei euch mal messen. Also ich brauchte die 220 Luftmaschen. Schaut mal, hängt das denn mal um, ob es zu viel ist oder zu wenig. Wenn ihr jetzt als kleiner Henkel das so in der Hand nehmen wollt, dann würde auch das so reichen und nicht so. Aber ich möchte das ja für meinen Hund, wenn ich mit dem gehe, und dann will ich ja nichts in der Hand haben, weil ich ja die Leine vom Hund habe und ich so schwer gehen kann, möchte ich das um die Schulter und tu da die Leckerlis und meine leeren Hundetüten rein. Also jetzt mache ich erst das Muschelmuster und die Luftmaschen. So, jetzt habe ich die 220 Maschen fertig. Jetzt befestige ich das an dem anderen Ende. Hier. Na. Mit den Kettemasche. Seite befestigen und mit Doppelstäbchen dann zurück. Also, jetzt gehen wir hier zurück und in jede Luftmasche ein Doppelstäbchen. 1, 2, 3. Nächstes Luftmasche. 1, 2, 3. In die nächste wieder. Und so ganz rum. Ganz rum. Und dann
wenn wir denn hier sind, hier zwei oder drei Kettenmaschen, so dass das immer schön hier fest ist, weil es braucht ja doch, wird belastet. Und dann auf die andere Seite noch mal rum, Doppelstäbchen. Und wenn wir hier unten dann wieder sind, auch noch mal festmachen, gut. Und dann an jede Seite feste Maschen, auch ganz rum. Und das machen wir jetzt erstmal. Jetzt habe ich jetzt fertig. Mit der längeren Henkel. Jetzt weiß ich, ich glaube, ich habe eben hier gesagt, die Doppelstäbchen zweimal. Also an die Luftmasche von dieser Seite und von dieser Seite. Das war gelogen, der wird da zu breit. Einmal. Und dann an jede Seite nochmal zurück mit festen Stäbchen. Feste Maschen. So, und jetzt habe ich hier das Innenfutter. Ich wollte das ja mit Abwaschbares haben. Ich hatte das vorher, wie ich das einzeln hatte, so ausgeschnitten. Dann habe ich das hier auf dieses Abwaschbare getan und dann zusammengenäht die Seiten und der Boden. Und das kommt jetzt hier rein. Ihr könnt das auch mit Stoff machen. Ich wollte das eben für den Hund und da wollen wir das, da ich das zwischendurch mal abwaschen kann. So. Jetzt sind ja hier diese Fäden, die braucht ihr nicht vernähen, die steckt da einfach jetzt rein. Du das etwas umknicken und dann hier so hier dran. So, und da das jetzt bei mir weil dicker ist, nehme ich Wäscheklammern, sonst gibt es ja auch kleinere Klammern. Das könnt ihr vielleicht mit Stoff besser machen. Und dann näht ihr das entweder mit der Hand oder auf der Nähmaschine. Das ist jetzt, kommt jetzt drauf an, wie geübt ihr seid. Das wieder schön hier rein. So. Und dann wird das hier dran vorbeigenäht. Auf der Nähmaschine mit Zickzack. Ja, und dann wäre es schon ungefähr fertig. So, jetzt habe ich die zweite Tasche auch fertig. Einmal etwas kleiner, einmal etwas größer. Zeige ich euch noch einmal die Beschreibung. Ihr könnt ja den Computer auf Vollbild und auf Stand und abschreiben. So, okay. Gut, also bis zum nächsten Mal.